Verflixt? Es klappt einfach nicht. Du willst mich doch ärgern. Ich kann das nicht festhalten. Hey! Schau mal, wie gut ich das kann. Okay, gewonnen, ich gebe auf. Du hast die besseren Hände. Zugegeben, es ist ja auch ziemlich schwierig, etwas so Filigranes wie unsere Hände nachzubauen. In jeder einzelnen Hand stecken 27 Knochen. Und das heißt in beiden Händen zusammen schon etwa ein Viertel der gesamten Knochen des menschlichen Körpers. Knochen allein können sich aber nicht bewegen. Es braucht Muskeln und Sehnen. Unglaubliche 33 Muskeln stecken in unserem Unterarm und die sind über Sehnen mit der Hand verbunden. Das ist ganz schön beeindruckend. Meine Hand besteht aus 8 Gelenken, die alle über einen Seilzug geöffnet oder geschlossen werden. Einzelne Finger kann ich nicht bewegen. Aber nicht nur die Mechanik, auch die Steuerung der Hände ist eine Herausforderung für jeden Programmierer. Deswegen wird es wohl noch eine Weile dauern, bis wir Roboterhände haben, die genauso fingerfertig sind wie unsere menschlichen Hände. Aber pass mal auf. Du kannst sogar aus Papier eine mechanische Hand basteln. Dafür brauchst du ein Blatt Papier, auf dem du deine Hand abbaust, einen Bleistift, eine Schere, mehrere Strohhalme, Klebeband und einen Bindfaden. Bei der mechanischen Hand sind die Strohhalme die Knochen und die Bindfäden sind die Sehnen. Du siehst auch gut, dass die von der Handwurzel ausgezogen werden, also dort, wo normalerweise der Unterarm ist. Das ist eine raffinierte Idee, oder? Probiere es doch mal mit deinen Freunden aus. Wessen Hand kann am besten greifen? Ups!